Servus und hallo zu dieser Episode Felix Teste Bikes und heute teste ich mal für euch ein ganz besonderes Rad, das Parapera Atmos. Das ist das leichteste Gravelbike der Welt. Schon wieder werdet ihr denken, weil ich ja schon mal ein Video gemacht habe mit dem leichtesten Gravelbike der Welt. Das war das Schwesterbike, das Animos, und das Atmos, auf dem ich jetzt sitze, das ist nochmal einen ganzen Kilo leichter. Wir fahren um Starnberger See rum, es wird also idyllisch, hoffentlich ein bisschen kühler. Wir haben 30 Grad angesagt. Ich freue mich jetzt mega, mit dem Rad ein bisschen ballern zu können. Viel Spaß mit dem Video. Ich persönlich habe es ja immer so ein bisschen bezweifelt, dass ein Rad alleine einen schneller machen kann. Und deswegen auch Teil dieses Tests, weil es eine offene Diskussion mit dem Andreas war. Und das Ziel von den ersten 20 Kilometern war jetzt eigentlich von mir nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von maximal 19 km/h zu fahren, um dann einfach Kräfte zu schonen. Weil jetzt wird es gleich ja, richtig heiß. Und jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut, das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 23 km/h und ich fühle mich immer noch so, als würde ich die 100 Kilometer problemlos schaffen. Keine Ahnung, ob das täuscht oder ob ich mich übernommen habe, aber das wird der weitere Verlauf zeigen. Spannend. Ganz interessanter Nebenaspekt. Ich bin jetzt eigentlich unten am See gefahren und die Route wäre tatsächlich oben an der Straße am Starnberger See verlaufen, also da, wo auch die Autos fahren. Nicht ganz so schön, ein bisschen sketchy. Und auf dem Feldweg, den ich jetzt gerade mit dem Rad mit 30 mm beackert habe, da bin ich eigentlich relativ gut vorangekommen. Also es hat auch Spaß gemacht, es war kontrollierbar. Es ist ein bisschen anstrengender oder vor allem anspruchsvoller als jetzt mit 40, 45 mm, aber es geht. So, 60 Kilometer auf der Uhr. Es fühlt sich jetzt schon langsam anstrengend an. Ich weiß nicht gar nicht, wie viele E-Bikes ich jetzt schon überholt habe, sowohl am Berg als auch in der Ebene. Also dieses Rad ist, ja, ist anders, ist echt anders. Aber es ist immer noch anstrengend. Das ist kein E-Bike. Parapera heißt ja übersetzt sowas wie ein Schritt weiter oder Grenzen überschreiten. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, da habe ich selber jetzt richtig Bock drauf. Ich wollte ja eigentlich eine 100 Kilometer Runde fahren, bin jetzt bei 72 und merke, ja, da geht noch was. Bin jetzt einfach mal blindlings irgendwo abgebogen, schaue, wo ich rauskomme und ja, schaue jetzt auch mal, wo meine eigenen Grenzen liegen. Ja, mit dem Rad traue ich mir das jetzt zu. Thank you.
Ich bin jetzt mittlerweile bei 110 Kilometer. Also das wird meine weiteste Tour ever. Der limitierende Faktor sind nicht meine Beine, weil die könnten jetzt theoretisch noch, was an sich total verrückt ist, sondern mein Hintern. Der freundet sich jetzt einfach nicht mit diesem Selle Italia Sattel an. Aber wenn das Ding passen würde, weiß gar nicht, wo dann die Grenzen wären. Mega, macht richtig Bock. Das ist schon auch echt ein Erlebnis, wenn man so spürt, dass man jetzt nach 115 Kilometer immer noch genügend Power hat, um den Anstieg, der normalerweise schon nach 20 Kilometern super anstrengend ist, noch schneller hochzufahren als gewöhnlich. Das ist echt ein anderes Erlebnis und ich bin wirklich baff, was dieses Rad leisten kann und auch wie viel Spaß es macht, schnell mit dem Fahrrad zu fahren. Also vielleicht ist das so meine Eintrittskarte ins gemäßigte Rennradfahren. Mal schauen, vielleicht teste ich mal eins. So, mittlerweile sind 2 Tage vergangen und vor allem 2 Nächte, wo ich nochmal drüber schlafen konnte über das Rad. Ich bin zwar schon einige Speed-Gravel-Räder gefahren, auch in dieser Preisklasse, aber ich habe mich auf keinem Rad so gefühlt, wie ich mich auf dem Rad gefühlt habe. Um das Ganze jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, versuche ich das jetzt einfach mal in einem Fazit zusammenzuhalten. Warum fühlt sich dieses Rad so wahnsinnig anders an als alle anderen Gravelbikes, die ich davor gefahren bin? Naja gut, man muss sagen, es ist jetzt nicht ein typisches Gravelbike mit sehr breiten Reifen, dass man mit sehr wenig Luft fährt, mit dem man auch überall im Gelände fahren kann. Das ist es nicht und das will es nicht sein und das muss einem als Fahrer oder potenzieller Kunde dann auch bewusst sein. Dieses Rad richtet sich wirklich jetzt an Leute, die sehr schnell mit dem Rad überall unterwegs sein wollen. Also vor allem aber auf Teer. Ja, es ist vielleicht ein Rad, das nichts dagegen hat, wenn man es auch mal über gut planierte Waldautobahnen heizt. Das geht auch sehr gut. Aber wenn es so ein bisschen loserer Untergrund ist mit losen Steinen, dann kommt das Rad dann doch so ein bisschen ins Schwitzen und der Fahrer auch. Und es wird so ein bisschen unkontrollierbar, weil es eben diese fehlenden dämpfenden Eigenschaften von breiten Reifen, aber auch von dämpfenden Sitzstreben nicht hat, da legt das Rad einfach mehr Wert auf Steifigkeit, auf Vortrieb und das wird einem dann vor allem auf der Straße bewusst. Also dieser Vortrieb, den merkt man, wenn man zum Beispiel bergauf fährt. Also ich habe da zum Beispiel auch diese eine Passage gefahren, wo es mal an einem Stück 100 Höhenmeter am Stück nach oben geht. Das ist eine Passage, die mich normalerweise ziemlich außer Atem bringt. Das war mit dem Rad wirklich überhaupt kein Problem, obwohl ich da schon 100 Kilometer Anlauf genommen hatte und eigentlich so an der Grenze meiner eigenen persönlichen Fitness auch angeschrammt bin. Dieses Rad lädt einen dann auch nochmal dazu ein, dass man nochmal ein paar km/h und ein paar Watt mehr aus seinen Beinen holt. Und das ist wirklich ein sehr phänomenales Gefühl, das ich so wirklich noch nicht erlebt habe. Da liegt natürlich auch viel daran, dass das Rad sehr, sehr leicht ist, also mit 6,88 Kilo. Ich sag's nochmal, das ist wirklich ein phänomenales Leichtgewicht. Das ist ungefähr auch das Gewicht, das bei der bei Profi-Rennradrennen erlaubt ist. Also viel leichter dürfen die Räder gar nicht sein. Und dieses Gewicht gepaart eben mit den super leichten Carbonfelgen und den generell sehr hochwertigen Laufrädern sorgen eben dafür, dass man halt einen sehr, sehr effizienten Vortrieb hat und im Antrieb unvergleichbar spritzig unterwegs ist. Und das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Und gleichzeitig hat man auf der Straße eben den Komfort, den man von Gravelbikes eben kennt, ohne dass man jetzt viel Vortrieb verliert. Und das, das ist sehr, sehr angenehm. Zusätzlich der Carbonlenker, der ja auch an den Seiten jetzt nicht mit allzu viel Flair aufwarten kann. Also wir haben hier 16 Grad, ist auch ein Zeichen, dass man sehr aerodynamisch und sehr sportlich eben unterwegs sein möchte. Gepaart eben bei dem Modell auch mit einem langen Vorbau. Das sorgt dafür, dass man viel Gewicht dann auch auf die Lenkerenden bringt und da wippt dann auch der Carbonlenker, wenn es dann mal etwas holpriger auf Teer wird. Für mich war es jetzt auch die erste
Tour mit der Camper Record, also die Schaltgruppe, die halt wirklich auch für sehr, sehr, sehr schnellen Renneinsatz gedacht ist, die macht auch dem Freizeitsportler wie mir extrem viel Spaß. Allein schon akustisch ist das ein richtiger Genuss. Die Gänge knallen richtig rein, die sind super präzise. Der Schaltvorgang geht mega schnell und mit 2x12 Gängen ist man halt wirklich nie auf einem trockenen und man kann sowohl bergab richtig lange mitpedalieren und auch wenn es mal steil wird, hat man ja sehr, sehr, sehr viele Gänge in petto und ja, das macht einfach Spaß zu wissen, man kommt überall hoch und man kann auch mit seiner Kadenz in jeder Situation fahren. Noch dazu finde ich, dass das Carbon von den Carbonkurbeln sehr elegant ausschaut. Also es erinnert mich schon fast an so eine Marmor-Marmorierung und ja, es zaubert einem einfach so ein Lächeln ins Gesicht. Also ich hatte das Rad jetzt auch 2 Tage in meinem Wohnzimmer. Es ist ein wahnsinnig hübsches Rad und damit kommen wir, glaube ich, jetzt auch mal zum Abschluss, zum Thema Ästhetik. Dieses Rad ist kein Statussymbol. Also es ist kein 5.000, 6.000, 7.000 Euro Rad, das man sich kauft, weil dann fetter Markenname auf dem Unterrohr prangert und daher dann auch schon ja, vielleicht 25% des Preises herkommt. Sondern dieses Rad kauft man sich, weil man vielleicht das Bestmögliche, was technisch möglich ist, kaufen möchte, ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich habe ja schon einige andere Räder getestet, auch von namhaften Herstellern, aber dieses Komplettpaket mit diesen Komponenten für den Preis von 5.000 Euro in dieser Ausstattung jetzt, das ist schon eine ziemlich starke Kampfansage und glaube ich erreicht jetzt auch nicht nur die Rennrad-Elite, die es gewohnt sind, ja, mehrere tausend Euro für ihre Rennradhobel auszugeben, sondern ich glaube halt auch die mittelprofessionellen, die semiprofessionellen Gravelbiker, die wirklich auch Bock haben auf ein sehr, sehr schnelles Gravelbike, vielleicht aus dem Rennradbereich kommen, nicht unbedingt auf Trails unterwegs sein wollen, die könnten mit diesem Rad sehr glücklich werden. Ich habe mir da auch während der Fahrt um den Starnberger See so ein paar Gedanken um Statussymbole und Fahrräder gemacht. Und ich finde es eben witzig, dass dieses Rad so unfassbar gut ist, aber kein Statussymbol eben darstellt, weil man wirklich von kaum jemandem erkannt werden wird, dass man sich so ein tolles Rad rausgelassen hat, außer es ist halt wirklich ein enormer Kenner. Und hier steht jetzt eben auch nicht Fett Parapera auf dem Unterrohr, sondern das ist so, ja, so leicht glänzend ist der Parapera-Aufdruck und der setzt sich eben von diesem ja, sehr matten Carbon Rahmen, der schon doch auch dreckanfällig ist, ist mir jetzt aufgefallen, ab und ist jetzt kein Rad, um jemanden zu beeindrucken, aber es ist ein Rad, um sich selbst auch was zu gönnen, was unfassbar viel Spaß ist. Die Frage, ob das jetzt noch Gravel ist oder schon Rennrad oder Allroad, ja, die lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Irgendwo verschwimmen diese Grenzen. Und ich glaube, dass man hier ein Rad hat, mit dem man auch mit seinen Rennrad-Buddies mithalten kann und trotzdem eben nicht eingeschränkt ist in seiner Routenwahl. Und das ist mir eben einer der wichtigsten Punkte und einer der Gründe, warum ich nicht Rennrad fahre, weil ich es einfach noch nicht drauf habe, Routen zu fahren, die immer nur auf Teer gehen, wo ich einfach nicht auf Feldwegen fahren will, wo ich einfach auch diese Flexibilität haben möchte, auch mal kurze Abschnitte auf Waldwegen, auf kleinen, ja nicht ganz so technisch anspruchsvollen Trails zu fahren. Das geht mit dem Rad auch, aber wie gesagt, richtig beheimatet fühlt es sich auf der Straße und da macht es richtig Bock, weil es doch, wie der Name Parapera schon sagt, einen Schritt weiter, einen dazu bringt, einen Schritt weiter zu denken, einen Schritt weiter aus seiner Komfortzone heraus zu fahren. Es hat den Red Dot Design Award natürlich auch gewonnen, das kann man auch noch dazu sagen. Und den gewinnt man ja nicht nur, weil man ein leichtes Rad zusammenstopselt, sondern weil man auch ein schönes Rad eben präsentiert. Und dieses Rad ist einfach schön, es macht Freude, es anzuschauen. Diese ganze Formensprache, dieses Filigrane, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Und ich höre jetzt auf zu schwärmen und mach hier mal einen Cut. Wenn ihr euch fürs Rad interessiert, dann schaut gerne den Link in der Videobeschreibung. Da ist der Konfigurator auch nochmal verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Ausleihen an Andreas. War ein krasses verrückter Test. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.